In diesem Video zeige ich euch, wie einfach ihr ein Dorf in Minecraft finden könnt. Als erstes solltet ihr wissen, dass Dörfer nicht in jedem Biom spawnen können. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Denn wenn ihr jetzt in einem Biom seid, wo es nicht spawnen kann, dann erschwert es euch natürlich die Suche. Ihr müsst weitersuchen, ihr müsst vielleicht noch ein paar, viele mehr Blöcke traveln. Und auf der anderen Seite ist es gut, denn wenn ihr in einem Biom seid, wo gut ist in Anführungszeichen, könnt ihr natürlich ganz einfach ein Dorf finden. Dörfer spawnen im Flachland oder auf Englisch im Plains-Biom, in Savannen, in der Wüste oder in einer Taiga. Also das sind die Biome, wo Dörfer immer spawnen oder nur spawnen können. Das Gute an diesem Biom ist einfach, dass man sie sehr, sehr einfach einsehen kann und nicht durch dichten Wald laufen muss und dann am Ende vielleicht sogar ein Dorf zu übersehen oder vielleicht einfach vorbeizulaufen, weil man es nicht sieht. Wie findet man jetzt ein Dorf? Der einfachste Weg, beziehungsweise sogar der einzigste Weg, ein Dorf zu finden, ist eigentlich relativ einfach. Denn ihr geht einfach in eines der besagten Biome, also in ein Plains, in eine Savanne, Wüste oder in eine Taiga und lauft einfach mal quer durch das Dorf, um euch einfach einen großen Überblick zu schaffen. Und dann solltet ihr auch ein Dorf finden, denn Dörfer sind nicht wirklich unauffällig. Noch ein Tipp von mir, schaut unbedingt in Wüsten vorbei, denn mein Gefühl sagt, dass man in einer Wüste am einfachsten ein Dorf finden kann. Ich habe keine Beweise dafür, dafür gibt es auch keine Beweise. Ich, von meinem Gefühl her, habe eigentlich immer in Wüsten ein gutes Gefühl, ein Dorf zu finden. Schreibt aber mal gerne in die Kommentare, wo ihr am meisten Dörfer findet. Das war's von mir, schaut das Video rechts an, das ich euch verlinke. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsdorf ist. Vergesst das Abo und den Like nicht und jetzt viel Spaß beim Dorfsuchen. Ciao, ciao.